Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Forscher und Lehrer in der vedischen Astrologie. In diesem circa 15-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Planeten anhand ihrer Transitpositionen für den Monat Juni 2019 für den jeweiligen Aszendenten. Ja, und das ist sehr wichtig, denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent viel, viel wichtiger als wie ihr Sonnen- oder Sternzeichen, wie Sie das aus der westlichen Astrologie kennen. Das bedeutet, Sie müssen also Ihren Aszendenten wissen, damit Sie suchen können, welches der 12 Videos jetzt für den Monat Juni 2019 für Sie das Richtige ist. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann haben Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, durch den Sie auf eine Seite kommen, wodurch Sie sich den Aszendenten anhand der Eingabe in eine Maske selbst leicht, schnell ausrechnen lassen können. Außerdem ist es eben so, dass der Aszendent viel, viel wichtiger ist, wie gesagt, und darum schauen Sie eben, welches der 12 Videos, je nachdem, ob Sie Aszendent Waage, Aszendent Widder oder Aszendent Löwe sind, für Sie das zu wählende Video ist. Dann, ja, große Sache, es ist endlich wieder soweit. Das letzte Mal hatten wir das Jahr 2018 und zwar geht es um einen Blick in die Zukunft. Eine große Challenge, die sogenannte Zukunftsblick-Erforschungsreise, wo Sie anhand einfacher Techniken der indischen Astrologie 5 Wege kennenlernen, Ihre eigene Zukunft anhand des vedischen Horoskops zu entschlüsseln. Sie brauchen keine astrologischen Voraussetzungen dazu und können hier gratis mitmachen, sind herzlich eingeladen, diese Selbsterforschungsreise, um mehr über Ihre Zukunft ins Licht zu bringen, findet statt zwischen dem 24. Juni und dem 28. Juni. Und wenn Sie daran auch teilnehmen möchten, winken dann auch Preise mit Amazon-Gutscheinen und vielen mehr. Nur wer mitmacht, muss sich auch anmelden. Und dazu finden Sie auch unterhalb dieses Videos einen vorbereiteten Link, um auf diese Seite zu kommen, damit Sie sich schon mal gratis registrieren können, wodurch dann nach und nach aber weitere Informationen zum genauen Ablauf kommen werden. Dann immer sehr lohnend, ja, wenn noch nicht geschehen, dann tragen Sie sich doch ein in meinen Verteiler für den Newsletter, die sogenannten vedischen Astro-News. Hier sehen Sie einmal monatlich interessante Deutungen zu den Themen, was passiert in der Politik, wie schaut's aus mit der Zeitqualität in Europa, die Deutung von berühmten Persönlichkeiten, aber auch Techniken, wie Sie Ihr eigenes Horoskop anschauen können anhand der vedischen Astrologie, besondere Angebote und vieles, vieles mehr. Und so finden Sie auch dazu unterhalb dieses Videos einen Link, mit dem Sie sich registrieren können, um auch künftig einmal im Monat meine vedischen Astro-News beziehen zu können, rund ums Thema vedische Astrologie und Spiritualität. Ja, nun aber zur Deutung der Sterne für Monat Juni 2019. Ja, da wollen wir mal schauen, wie Sie für Sie die Sterne darstellen als Aszendent Waage im Monat Juni 2019. Wir beginnen hier gleich mal mit der so wichtigen Sonne und diese ist ja die meiste Zeit im Zeichen Zwillinge und damit in Ihrem 9. Haus. Das 9. Haus ist das günstigste Haus im Horoskop, dadurch ist dies eine günstige Position für die Sonne. Folglich ist es nun leichter möglich, dass sich
gute Dinge für Sie ereignen möchten im Monat Juni 2019. Das neunte Haus steht aber auch noch für viele andere Dinge, die gut sind. Und hier ist interessant, wenn wir wissen, dass das neunte Haus das Glückshaus ist, für welche andere Bedeutungen das neunte Haus noch steht. Denn das verrät uns, ja, dass diese Dinge auch etwas mit Glück im Leben zu tun haben. Das neunte Haus steht beispielsweise auch für das Thema Moral oder Ethik oder die hohen Ideale, die man hat im Leben oder einen Glauben oder Weisheit oder generell ein höheres Verständnis vom Leben, höheres Wissen, ganzheitliches Betrachten. Das bedeutet, Glück im Leben kommt auch vor allem dadurch zustande, indem man sich auch mit Weisheitslehren, höheren Wissen, einem höheren Verstehen vom Leben beschäftigt. Und so führen auch Dinge wie die Philosophie oder das Studium von Ethik oder Morallehren, ja, oder von moralischen Grundsätzen zu Glück im Leben. Das bedeutet, mit der Sonne im neunten Haus haben Sie nun im Juni eine günstige Zeit zu erwarten und Sie könnten nun auch näher sich mit der Frage beschäftigen, welche moralischen Prinzipien oder höheren Ideale oder, ja, wie kann man denn sagen, ethische Prinzipien wollen Sie nun mehr in Ihre Lebensprinzipien integrieren und auch zu Ihren Glaubensgrundsätzen machen oder zu Ihrem Weltbild machen. Auch dafür steht das neunte Haus, wonach Sie dann letztlich leben. Denn jeder Mensch lebt ja nach einem gewissen Weltbild. Das gilt für den Gläubigen als auch für den Ungläubigen und keines besser oder schlechter wie der andere. Nur, es muss einfach klar sein, dass jeder nach etwas lebt. Und das neunte Haus liefert Ihnen nun so eine Energie, sich mal auch mehr nochmal mit der Frage zu beschäftigen, nach welchen Regeln, ja, möchten Sie leben? Was ist das Weltbild oder welches Weltbild liegt Ihrer Einstellung im Leben, Ihren Glaubensgrundsätzen zugrunde? Und je mehr Sie sich eben damit auch beschäftigen und dies für sich im Leben bewusst durchgehen, umso glücklicher können Sie in Ihrem Leben werden, denn Sie bringen dadurch gute Saaten aus, ja? Denn selbstverständlich sind ja in allen Handlungen, ob wir etwas sagen oder etwas denken oder handeln, sind unsere Einstellungen gefragt, nach welchen Prinzipien wir das tun, ja? Ist es jetzt richtig, jemanden mit einem Wort zu verletzen oder nicht? Ist es richtig, Tiere zu töten, nur um genießen zu können oder nicht? Ist es richtig, meinetwegen, dass Deutschland sich an Krieg beteiligt im Ausland oder nicht? Ja? Und so weiter und so weiter. Aber es geht vor allem um die eigenen Einstellungen und das neunte Haus animiert Sie dazu, sich diese Dinge mehr zu hinterfragen. Das neunte Haus steht deshalb auch für die Astrologie, denn die Astrologie ist auch eine Weisheitslehre, die dem Menschen hilft, die das Leben oder die Gesetze, wie das Leben funktioniert oder die kosmischen Prinzipien mehr zu entschlüsseln. Und so steht das neunte Haus auch für einen Lehrer oder sogar auch für einen Guru, der eben mehr Licht in ihr Leben bringen kann, damit sie letztlich zum höchsten Verständnis des Lebens gelangen können. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das neunte Haus auch für Pilgertouren steht. Denn wenn man beispielsweise sich auf eine Pilgertour begibt, und da muss man nicht nach Spanien reisen, das kann man auch in Deutschland und in Mitteleuropa tun, dann kommt man mal zum Nachdenken, weil man eben heraus ist aus dem Hamsterrad und kommt mit Gleichgesinnten zusammen, die sich vielleicht auch fragen, was ist denn der tiefere Sinn vom Leben? Und so marschiert man tagelang durch abgelegene Gegenden, auf sich selbst fokussiert oder im Gespräch mit Gleichgesinnten über den Sinn des Lebens und kommt
plötzlich zu sehr interessanten Erkenntnissen. Und das neunte Haus steht deshalb auch für den Sinn des Lebens. Das bedeutet, dass der Monat Juni eben, wenn Sie so wollen, sehr gut dafür geeignet ist, zu höheren Erkenntnissen zu kommen. Ja? Das neunte Haus ist ja auch ein Dharma-Haus, die Ihnen helfen, mehr den tieferen Sinn in Ihrem Leben ergreifen zu können und auch mehr Feinschliff hinzubekommen, nach welchen Regeln oder nach welchem Glauben, nach welcher Religion, nach welchen spirituellen Grundsätzen Sie Ihr Leben gestalten wollen. Und es macht ja auch Sinn, dass man sich überlegt, was sind Ihre Ideale? Ja? Und es gibt eben in der heutigen Zeitqualität viele Dinge, oder die Mehrheit, ich sage jetzt mal 75%, wo man eigentlich ablehnen muss. Und dann ist es eine gute Herausforderung, aufgrund dieser Zeitqualität dazu Stellung zu beziehen und eben sich nicht vom Massenverhalten abhängig zu machen. Und gerade Sie als Waage sind eben leichter beeinflussbar, was die anderen machen. Ja? Und für Sie gilt es ja, diesen Widder zu entwickeln, siebtes Haus. Ne? Sprich, was wollen Sie? Egal, wenn alle anderen Ihnen den Vogel zeigen. Und deswegen ist das neunte Haus eine sehr gute Position für Sie, sich damit zu beschäftigen, nach welchen Regeln, nach welchem Weltbild, nach welchen Idealen wollen Sie leben. Das neunte Haus steht aber auch für den Vater. Das bedeutet, dass Sie nun auch mit ihm vielleicht mehr in Kontakt kommen oder Vaterthemen werden wichtiger. Genauso kann es sein, dass Ihnen ein Guru begegnet, der Ihr Leben beeinflusst oder Sie einen Guru finden, ja, oder einen Lehrer finden. Ja, es ist ja eigentlich die Bedeutung von Guru, den Lichtbringer sozusagen, der dem Menschen eben hilft, ja, auf den Erlösungspfad zu höherem Wissen etc. zu gelangen. Und so könnte es auch sein, dass Sie beispielsweise mit dem Studium der vedischen Astrologie beginnen. Sie sehen, dass der Merkur auch hier nicht weit von der Sonne weg ist, allerdings ist er die meiste Zeit im 10. Haus. Das bedeutet, dass der Monat Juni auch davon getragen ist, dass das Thema Karriere für Sie eine höhere Bedeutung hat. Und mit Merkur in Haus 10 bedeutet das, dass Sie sich nun mehr mit Ihren Talenten und Geschicklichkeiten in Ihrer Karriere zeigen können. Sie sind besonders kommunikativ und ausbalanciert auf Ihrem Karrierepfad unterwegs und Sie können gut mit Vorgesetzten und Führungspersönlichkeiten kommunizieren. Allerdings sehen wir auch, dass der Merkur verbrannt ist in den ersten 10 Tagen des Monats Juni. So sollten Sie etwaige Verhandlungen mit Vorgesetzten auf eine Zeit nach dem 11. Juni legen. Merkur ist eben von daher recht gut, ja, auch etwas mehr Gleichgewicht in Ihren Karrierepfad bringen zu können. Dann schauen wir weiter, dann sehen wir, dass auch Mars sich im Haus der Karriere befindet. Er ist sogar den ganzen Monat im Karrierehaus und wir haben auch gerade die Venus einfliegen gesehen. Und jetzt Achtung, das Interessante ist, weil wir haben jetzt Wiederholungen, ne? Und das ist immer wichtig, denn Mars ist auch im Karrierehaus, allerdings Mars bringt jetzt auch etwas, sage ich mal, kämpferische Energie, ihren Mut und Willenskraft in Richtung Karriere, dass sie vorwärts kommen. Und das Gute ist aber, ist, dass diese mehr raue Energie von Mars geglättet wird durch den sanften Merkur, der eben zwar Kraft, Energie und Wille in den beruflichen Aufstieg bringt, aber gleichzeitig der Merkur hilft, das wieder auszubalancieren. Mars ist allerdings auch verbrannt ab dem 25. Juni. Und wenn Mars verbrannt ist, dann wird er schwierig. Ja, dann kann das falsche Wort fallen, dann kann Wut dazukommen. Und so sollten Sie besonders ab 25. Juni achtsam sein, wie Sie versuchen, sich durchzusetzen am Arbeitsplatz.
Die Venus ist selbstverständlich besonders wichtig, denn die Venus ist ja der Herrscher ihres Aszendenten Waage. Und interessant ist, dass die Venus die meiste Zeit im Zeichen Zwillinge ist und damit auch das neunte Haus besetzt. Und zwar wechselt die Venus, ich muss gerade nachschauen, genau gesagt am 9. Juni in das neunte Haus. So haben wir in der Zeit vom 9. Juni, solange dann auch noch die Sonne im 9. Haus ist, weil die bleibt bis 22. Juni im 9. Haus, weil die geht ja dann ins Zeichen Krebs, ins 10. Haus. Sprich, zwischen dem 9. Juni und dem 21. Juni, so ist es genau, befinden sich sowohl Sonne als auch Venus in Haus 9. Sonne und Venus sind die wichtigsten Planeten, die ihre Persönlichkeit darstellen als Aszendent Waage. Das bedeutet, zwischen 9. und 21. Juni ist dieses 9. Haus, dieses so günstige Haus, wo ich eingangs jetzt mehr darüber gesprochen habe, doppelt besetzt. Folglich sind dadurch die Themen nochmal besonders betont. Und mein Rat geht deswegen dahin, sich mehr mit dem Sinn des Lebens, mit höheren Idealen, mit ihren moralischen Grundsätzen zu beschäftigen. Haben Sie schon mal einen Zettel gemacht, wo Sie aufgeschrieben haben, was Ihre Ideale sind im Leben? Haben Sie sich schon mal beschäftigt, nach welchen Glaubensgrundsätzen Sie leben möchten? Übrigens, das 9. Haus steht auch für Reisen an Kraftorte. Und das 9. Haus steht auch für die Berufung. Und darin erkennen Sie, wie wichtig dieses Haus ist, denn dadurch, weil Sie nun Sonne und Venus die meiste Zeit darin haben, können Sie wichtige Antworten finden oder zumindest den Antworten näher kommen bezüglich so Fragen, worin sehen Sie den Sinn Ihres Lebens? Was wäre für Sie die ideale berufliche Tätigkeit? Ja, nach welchem Weltbild wollen Sie leben? Suchen Sie einen spirituellen Lehrer? Also das sind alles Themen Haus 9. Dann gehen wir weiter, weil ich wollte noch anmerken, es ist schön, dass die Venus ab dem 9. Juni rausgeht, weil sie ist ja zuvor 8 Tage im 8. Haus. Und so dürften die ersten 8 Tage, zumal auch Merkur verbrannt ist in der gleichen Zeit und die Venus 8 Tage nicht günstig steht, vielleicht noch die ein oder andere Unsicherheit da sein und Besserung tritt ein ab dem 9. Juni. Nun haben wir auch Jupiter einfliegen lassen und wir sind jetzt bei den Planeten, die mehrere Monate im gleichen Zeichen sind. Und so ist Jupiters Position im Schützen unverändert. Das bedeutet, dass Sie sehr viel Sinn und Glück darin finden, wenn Sie sich mit Dingen beschäftigen können, die Sie ja motivieren zu suchen oder die Sie zum Lernen bringen oder die Sie dazu bringen, sich mit Ihren Einstellungen auseinanderzusetzen. Ne? Das ist eine wichtige Thematik von Haus 3. Und diese segnenden Strahlen von Jupiter, wie Sie hier sehen, ja, gehen ja direkt auf das 9. Haus. Ne? Und so können wir auch sagen, dass wir hier eine Doppelbetonung oder eine Dreifachbetonung des 9. Hauses haben, denn der Planet Jupiter repräsentiert auch das 9. Haus von seinen Bedeutungen her. Er steht auch für den Guru, das Glück. Und so werden, also um es nochmal zu sagen, die Sonne und Venus auch durch Jupiter bestrahlt, weil sie hier sich gegenüberstehen. Und dadurch können wir nochmals all die Dinge, die wir über das 9. Haus gehört haben, zum 3. Mal wiederholen, wodurch ja eben diese Themen noch wahrscheinlicher werden. Also Antworten auf den Sinn Ihres Lebens, Antworten darauf, worin Sie Ihre Ideale sehen, Antworten darauf, ja, welche Weisheitslehre zu Ihnen passt, Antworten darauf, wie Sie welche ethischen
Prinzipien oder moralischen Grundsätze sie in ihr Leben integrieren wollen, stünden ihnen, ja, und darin besteht ihr freier Wille, nun leichter zur Verfügung. Nun sehen Sie, ist ja eingeflogen Saturn, Ketu und Rahu. Und auch diese Planeten sind unverändert und sind ja auch mehrere Monate in gleicher Position, also nichts Spezielles für den Juni. Nur sehen wir daran, dass es einen weiteren Drang gibt, mehr in der Karriere zu machen, sich mehr auch außen bemerkbar zu machen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, im Karrierestreben vorwärts kommen zu wollen. Und dies steht aber in Zusammenhang damit, mit Saturn und Ketu in Haus 4, dass sie gleichzeitig mehr in die Tiefe gehen, bezogen auf ihre Persönlichkeit. Ja, das ist wichtig, denn nur wenn sie sich in ihrer Persönlichkeit erforschen, können sie auch in der Karriere wachsen. Oder andersrum gesagt, wie auch berühmte Coaches und Erfolgspropheten es uns wissen lassen, Karriere, berufliches Vorwärtskommen, ist zu 90% abhängig von der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Und folglich, so, je mehr Sie sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mit Ihrem Innenleben, wie Sie sich zu Ihrem Besseren verändern können, umso mehr wird letztlich auch Ihre Karriere davon profitieren. Und diese Konstellation wird noch ein paar Monate so bleiben, wie ich das eben sagte. Gut, das war's für Sie, Aszendent Waage, der Juni 2019. Ja, zum Schluss nochmal kurz die Erinnerung, wenn Sie teilnehmen möchten an der nächsten Challenge, und zwar zur sogenannten Zukunftsblick-Erforschungsreise, dann können Sie sich gratis eintragen. Dazu finden Sie unterhalb dieses Videos einen Link, um mehr über diese Zukunftsblick-Erforschungsreise zu erfahren. Diese findet ja statt ab dem 24. Juni. Und wie gesagt, Link ist dazu für Sie vorbereitet unterhalb dieses Videos. Dann wollte ich nochmal erinnern für die Möglichkeit, dass Sie mit den neuesten Informationen, spannenden Themen rund ums Thema vedische Astrologie, Weltgeschehen, Zeitqualität, Spiritualität in Verbindung mit der vedischen Astrologie informiert werden, Seminare, die laufen, Techniken, die sich besonders lohnen zu kennen anhand der vedischen Astrologie. Auch dazu können Sie sich eintragen und auch dazu befindet sich unterhalb dieses Videos ein Link für Sie, damit Sie sich gratis registrieren können. Gut, dann möchte ich Ihnen natürlich wieder einen fantastischen Monat wünschen, jetzt den Juni 2019. Und ich habe für Sie einen sehr berühmten deutschen Philosophen ausgesucht, ja, mit einem Zitat, nämlich den Philosophen Arthur Schopenhauer, der sich eindeutig auch mal gewagt hat, was über die Astrologie zu sagen. Und er sagt, der Lebenslauf des Menschen ist in den Planeten vorgezeichnet. Ein Satz, ja, der mächtig ist und der auch noch mal ausdrückt, wie wertvoll es ist, sich anhand des eigenen Horoskops mit der Zeit oder der Zukunft und der Persönlichkeit mehr zu beschäftigen. In diesem Sinne eine gute Zukunft oder genauer gesagt, einen fantastischen Juni 2019.